chronisch erschöpft, obwohl du gut geschlafen hast, damit bist du nicht alleine. Es geht einer Vielzahl von Menschen so. Ich würde fast sagen, das ist so das Hauptsymptom, das heutzutage an die Therapeuten und Ärzte getragen wird. Ja, die chronische Erschöpfung, Müdigkeit, Brain Fog, nicht mehr richtig konzentrieren können. All diese Themen spielen heutzutage eine immens große Rolle und werden leider viel zu oft bagatellisiert. Hi, ich bin Matthias von der Praxis Family Akademie und wenn du mehr darüber erfahren willst, bleib dran, aber vorher kurz einmal uns abonnieren und wenn du Lust hast, folge uns auf Instagram. Wir sind dort mit allen möglichen Themen ganz stark vertreten. Aber jetzt geht's weiter. Es ist ganz wichtig für dich zu erkennen, dass der Körper bestimmte Frühwarnzeichen hat und die chronische Müdigkeit gehört dazu. Es ist eben nicht so, dass das heute halt so ist. Dass man halt müde ist und alle sind doch irgendwie erschöpft und müde und hey, ich habe das halt schon lange. Oder was auch immer gern gesagt wird, ja, früher, ja, heute bin ich älter. Ich bin ja heute schon 30 oder ich bin ja heute schon 40 oder älter und da ist es ja normal, dass man müde wird. Nein, es ist nicht normal. Es ist normal, dass wir nach dem Schlafen aufwachen und fit sind und frisch sind und Energie haben für unseren Tag und unseren Alltag. Und was ganz entscheidend ist, wenn du merkst, dass du erschöpfter bist, müder bist, dann muss man an die richtigen Stellen schauen. Denn wenn du das nicht machst, dann ignorierst du quasi bestimmte Grundprobleme. Also es ist eben nicht nur die Müdigkeit, sondern die Müdigkeit hat eine Ursache, die kommt irgendwo her. Und meistens ist es ein bestimmter Organkreis oder ein bestimmtes Biosystem im Körper, das nicht optimal mehr versorgt wird oder funktioniert oder eine Verkettung dieser verschiedenen Umstände. Ja, ein Beispiel, Müdigkeit kann daher kommen, dass die Schilddrüse nicht richtig funktioniert und wir eine sogenannte Schilddrüsenunterfunktion haben. Das wiederum kann daran liegen, dass bestimmte Nährstoffe fehlen, die die Schilddrüse braucht, ja, zum Beispiel Jod und Selen. Oder es kann sein, dass eine Autoimmunerkrankung vorliegt und die Schilddrüse vom Immunsystem angegriffen wird, weil dort vielleicht Schwermetalle enthalten sind oder weil dort bestimmte Stoffe aus den Nahrungsmitteln enthalten sind, wie zum Beispiel vom Gluten. Oder weil dort ein Virus aktiv ist, wie zum Beispiel Epstein-Barr-Virus. Also dies können Gründe sein, warum die Schilddrüse angegriffen wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich meine Müdigkeit jetzt ignoriere und nichts tue, dann kann es sein, dass die Schilddrüse massiv entzündet, Knotenbildung entwickelt und irgendwann wegoperiert werden muss, weil sie einfach nicht mehr geht, weil sie vielleicht Krebs entwickelt hat oder so. Also das heißt, es zu ignorieren, macht keinen Sinn. Aber gehen wir einen Schritt weiter. Mal angenommen, die Schilddrüse funktioniert nicht richtig, dann gibt es ein Organ, das gerne einspringt, das ist die Nebenniere. Die Nebenniere erzeugt jetzt quasi ganz viel Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, um dich noch irgendwie in Bewegung zu halten und wach zu halten und dich frisch zu machen, sodass du arbeiten kannst. Und wenn die das lang genug macht, dann ist sie irgendwann erschöpft, weil dafür ist sie nicht gemacht. Die ist nicht dafür gemacht, dauerhaft die Schilddrüse zu ersetzen. Also kann es dann zu einer Nebennierenerschöpfung kommen. Wenn die mal so richtig erschöpft ist, ist es eine Katastrophe, weil dann kommst du gar nicht mehr in Aktivität. Dann kann es sein, dass du überhaupt nicht mehr diese Stoffe herstellst, die das ganze Biosystem braucht, um aktiv zu sein. Wiederum schlimm, man nennt es dann einen klassischen Burnout und das ist dann etwas, was oft mit langen Wochen, mit vielen Wochen Klinikaufenthalt verbunden ist, um irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Also das kann es auch nicht sein. Es kann aber auch sein, dass das Problem gar nicht da liegt, sondern vielleicht im Darm. Es kann sein, dass dein Darm nicht optimal funktioniert, weil er chronisch entzündet ist durch bestimmte Giftstoffe aus den Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Glyphosat oder das Aluminium. Es kann aber auch sein, dass eine chronische Fehlbesiedlung im Darm da ist, mit Parasiten, mit Pilzen und dass der Darm in einer sogenannten stillen Entzündung ist, weil er vielleicht auf bestimmte Lebensmittel nicht gut reagiert, unverträglich reagiert, mit Immunreaktionen reagiert, ohne dass du das merkst, ohne dass es wehtut. Eine Silent Inflammation. Und das ist eben möglich. Und wenn wir nicht rausfinden, ob das da ist oder nicht, dann findest du quasi auch nicht die Ursache für deine chronische Müdigkeit. Das sollte man also nicht übersehen. Es kann auch sein, dass es die Leber ist. Der Schmerz der Leber ist quasi die Müdigkeit. Das ist so ein Volksmund, so ein Spruch. Und es kann sein, dass die Leber Schwierigkeiten hat. Was kann die haben? Naja, die kann wieder Nährstoffmängel haben, was vielleicht durch den Darm kommt, der nicht richtig die Nährstoffe aufnimmt. Es kann aber auch sein, dass auch da Parasiten persistieren oder bestimmte Viren. Und es kann sein, dass einfach zu viele Giftstoffe da sind und die Leber einfach überfordert ist.
Also alles Möglichkeiten, was mit der Leber sein kann. Dann kann es sein, dass der Magen nicht richtig funktioniert, nicht richtig Magensäure entwickelt, deswegen Nährstoffe nicht richtig zersetzt werden oder vorverdaut werden und dann kommt es in den Dünndarm rein und im Dünndarm kann es nicht richtig aufgenommen werden, weil es einfach nicht richtig vorverdaut wurde. Folglich fehlen mir wichtige Mineralien, mir fehlt Eisen, mir fehlt Zink, mir fehlt Magnesium und viele Spurenelemente, einfach nur weil Magensäure zu wenig da ist. Hier darf man dann die Frage stellen, wo kommt das denn nun wieder her? Also es ist immer wieder eine Verkettung bestimmter Umstände und all diese Umstände spielen eine Rolle. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter Umstände aufzählen. Das Entscheidende ist, was du dir hier mitnehmen sollst. Wenn du nichts tust bei chronischer Müdigkeit, wird irgendeins dieser Systeme wahrscheinlich chronisch manifest und degenerativ krank. Das geht dann bis hin zum Krebs. Das heißt also, nimm dieses Frühwarnzeichen wahr. Und dann brauchst du die richtige Methode, mit der du das untersuchen kannst. Der Klassiker wäre jetzt zum Schulmediziner und der macht halt, was er macht. Der macht dann Ultraschall, der macht dann MRT, der macht Laborwerte, Blut, aber letztendlich kommen die meistens nicht drauf. Wir haben so viele Patienten in unserer Akademie, die ganz einfach sagen, hey, ich war bei 10 Ärzten, ich habe so viele Untersuchungen, aber keiner kann mir helfen. Alle sagen, ich bin gesund. Und was wir machen ist, dass wir mit der Methode arbeiten, die wir von Dr. Klinghardt quasi gelernt haben, die autonome Regulationsdiagnostik. Wir lehren das in unserer Akademie, wie du das verwenden kannst, wie du das anwenden kannst und optimal für dich oder für deine Patienten benutzen kannst, um tatsächlich gute Ergebnisse herauszufinden und diese Zusammenhänge zu entdecken. Das ist nämlich möglich, wenn du das autonome Nervensystem komplett befragen kannst. Wie das geht, wie man das macht, was man dafür braucht. Das erklären wir alles in dem Webinar, das wir hier unten unter dem Video verlinkt haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ja, nimm das Ganze ernst, bleib dran. Ciao, der Matthias.